Ihr und ich, wir sind hier die Einzigen, die nicht vollkommen verblödet. Kann ich euch helfen? Ihr müsst die Person sein, von der Falk so viel Gutes erzählt hat. Willkommen. Ihr müsst die Person sein, von der Falk so viel Gutes erzählt hat. Willkommen. Mein ganzes Leben lang. Ich bin praktisch in der Halle aufgewachsen. Mein Vater und meine Mutter waren vor mir, Priester von Arkai, wisst ihr? Ich glaube, ich wurde hierher geschickt, um diesen Ort vor der Dunkelheit zu bewahren, die sich in Einsamkeit ausbreitet. Diese Stadt hat eine lange Geschichte voller Irrsinn und Mord. Die Wolfskönigin, Pelagius, der Tod des Großkönigs Torik und jetzt öffentliche Hinrichtungen. Meine Bücher erzählen die Geschichten. Zweifelt nicht daran. So hübsch die Straßen sind, so heiter die Barden sein mögen, die Dunkelheit zieht es nach Einsamkeit. Ihr meint Rockvir? Ja. Ich habe am Hauptmann Aldis appelliert. Er hat gestattet, dass Rockvir ein ordentliches Nordbegräbnis erhält. So wie es in Einsamkeit Brauch ist. Ah, Potema, die ehemalige Königin von Einsamkeit und eine der gefährlichsten Totenbeschwörerinnen der bekannten Geschichte. Sie war für den beinahe Zusammenbruch des Kaiserreiches vor fast 500 Jahren verantwortlich. Ich glaube, ich habe ein Buch über sie. In Geistform beschworen zu werden, bedeutet nicht, von den Toten aufzuerstehen. Sie wird Hilfe brauchen, um zu den Lebenden zurückzukehren. Momentan hat sich die Wolfskönigin an einen Ort voll mit Toten zurückgezogen, die begierig darauf warten, ihr zu dienen. Sie ist in ihre alten Katakomben gegangen. Vor einigen Tagen hat einer ihrer Diener eine Wand zum Tempel der Göttlichen durchbrochen. Ihr müsst in die Katakomben selbst gehen. Ja, ich ließ euch von Falk zurückrufen, weil ihr bei der Beschwörung anwesend wart und jetzt eine Verbindung zu Potema habt. Ihr müsst euch um sie kümmern. Ich kann euch aber mit ihren Schergen helfen. So könnt ihr euch um die Katakomben selbst kümmern. Was Potema selbst betrifft, so sucht das, was von ihrem Körper noch übrig ist. Es ist vermutlich nicht mehr als ein Skelett. Holt es aus den Katakomben und bringt es zurück, damit es von Arkai gereinigt wird. Eine seltsame Gestalt. Unbeugsam böse und gemein. Natürlich. Aber dabei verblüffend brillant und offenbar gegen Ende eine sehr gute Totenbeschwörerin. Es hat nicht viel gefehlt und sie wäre Kaiserin geworden. Doch trotz ihrer Intrigen hat sie es nie ganz geschafft. Würde sie heute noch leben, wäre sie die einzige noch lebende direkte Nachfahrin von Septim. Ironischerweise wäre sie dann die rechtmäßige Kaiserin. Möge Arkai euch mit einem langen Leben segnen.
Der Segen der 8 Götter sei mit euch. Ihr seht aus, als hättet ihr Kummer. Seid ihr hier, um Rat zu suchen? Silana, ihr scheint neben euch zu sein. Stimmt etwas nicht? Bitte setzt euch doch. Oder betet an den Schreinen. Wir begrüßen die Gottesverehrung in all ihren Formen. Die Reichen tun nichts, um ihnen zu helfen. Euer Mitgefühl ehrt euch, aber wir können nicht allen helfen. Wir Armen müssen von den Beispielen der Götter lernen und sich selbst helfen. Seid gesegnet. Als da hohe bin ich Priester anderer Meinung, der Göttlichen bei allem heiße Respekt, ich euch Sir. Willkommen. Stender und Senitar mögen Ihnen zwar Stärke abverlangen, doch mal... Die Bella verlangen Mitgefühl von uns. Ja. Ja. Möge die Weisheit eurer Göttlichkeit uns durch unsere täglichen Prüfungen führen. Erinnert uns daran, wer wir sind, sollten wir es wissen. Ja. Ja.
Was zum... Die Weisheit eurer Göttlichkeit uns durch unsere täglichen Prüfungen führen. Erinnert uns daran, wer wir sind, sollten wir es vergessen. Fußstapfen der göttlichen Wandel. Ich hoffe nicht, dass ihr Ärger sucht. Was kann ich für euch tun? Ihr wisst, was zu tun ist. Braucht ihr sonst noch etwas? Thank you.
Als Hohepriester der 8 Göttlichen heiße ich euch willkommen. Möge die Weisheit eurer Göttlichkeit uns durch unsere täglichen Prüfungen führen. Was zum... Stopfen der göttlichen Wandel.